tanzen um das Feuer, wir kämpfen mit Indianerstimme und wir reiten mit dem Lasso und mehr weiß ich nicht mehr. Cowboy und Indianer, das ist immer ein sehr kindergängiges Thema. Wir haben den Kindern Indianernamen gegeben, sodass wir auch wirklich in diese Indianeratmosphäre und wie in einen Stamm ein bisschen eingetaucht sind. Wir haben gebastelt. Die T-Shirts basteln haben mir am meisten Spaß gemacht. Das Thema bietet viele gute Möglichkeiten, mit den Kindern Dinge zu basteln. Zum Beispiel Perlen auffädeln, wo man definitiv zwei Hände zu braucht. Theater gespielt. Es gibt feste Regeln fürs Camp. Die Prothese wird morgens zum Frühstück angezogen und wird abends nach dem Abendbrot erst ausgezogen. Die einzige Zeit, wo sie pausieren können, ist die Mittagszeit. Das ist eine Stunde nach dem Mittagessen, weil auch beim Essen wollen wir die Prothesen trainieren. Ich habe schon sehr viele Fortschritte gemacht. Mit der Prothese zugreifen und basteln und essen und so weiter. Ich habe geübt, den Schlüssel zu nehmen. Und ich habe geübt, mein Brötchen zu schneiden. Mehr habe ich nicht geübt. Also für mich ist es, dass die Magdalena einfach wieder ein bisschen mehr Übung kriegt mit der Prothese, dass sie vielleicht noch was Neues mit dazulernt, auch wenn sie schon recht viel kann. Ganz zu Anfang, die Kinder kommen quasi an. Bevor irgendwelche Aktionen losgehen, wird der erste Test gemacht. Und am Ende, am allerletzten Tag, wird nochmal ein Test gemacht. Das ist ein ACMC, ein Test, der die Fähigkeit der Kinder testet, die ganz speziell mit einer myoelektrischen Prothese unterwegs sind. Es ist schön, dass sie eben von anderen mal gezeigt bekommt, was sie dann mit der Prothese eben alles machen kann und dass sie die ganz normal einsetzen kann. Ganz wichtig auch immer die Orthopädietechniker noch mal zu treffen, dann kann man einfach an der Prothese noch mal ein bisschen arbeiten, an der Versorgung was verändern, für die Zukunft planen. Ich habe eigentlich schon relativ viel Zeit für mich zum Entspannen oder mal wandern zu gehen oder was zu unternehmen. Da haben die geritten, auf echten Pferden. Als würde man auf einem Stuhl sitzen oder es hoppelt. Das ist eine super Möglichkeit, einerseits die Prothesen einfach zu trainieren, den Umgang zu trainieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Oft sind es dann auch Beziehungen, die länger halten und Freundschaften, die länger halten. Also die Resonanz ist immer sehr positiv. Sie ist total locker und entspannt und sie genießt es total. Mir gefällt einfach alles.